Sieber, im zweiten Testspiel hier hat es dann auch mal mit dem Tor geklappt. Seid ihr ein bisschen froh, dass diesmal nicht nur 0 ausgegangen ist, sondern noch eins machen konntet? Ja klar, auf jeden Fall. Also ich meine, man ist immer froh, wenn man ein Spiel gewinnt. Noch dazu zu 0 wieder hinten, vorne 1 gemacht. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Spiel abgeliefert, haben wenig zugelassen. Wir müssen vielleicht noch das eine oder andere Tor machen, vielleicht zur Halbzeit führen. Dann geht das Spiel noch eindeutiger aus, aber ich glaube, wir können mit der Leistung zufrieden sein und ja, drauf bauen. Mucki, eigentlich Verteidiger, heute Schütze des goldenen Tores. Wirst du jetzt umgeschult zum Stürmer? Glaube ich weniger. Aber wir mussten unbedingt mal ein Tor schießen und gut, der fällt mir vor die Füße und dann einfach drauf und dann war er drin. Ne? Mal ehrlich, auf was freust du dich am meisten jetzt zu Hause? Ja, ich sag mal, auf zu Hause allgemein. Ne? Ein bisschen auf die Couch, auf die eigene Couch hinlegen, eigenes Essen machen und ja, einfach mal psychisch erholen. Ne? Alles klar, viel Spaß dabei, danke dir. Wie lautet dein Fazit vom Trainingslager? Morgen geht's ja wieder nach Hause. Also ich bin froh, dass wir nach Hause kommen, weil Trainingslager ist dann doch immer eine anstrengende Sache und irgendwann sieht man immer die gleichen Leute, hat immer den gleichen Ablauf. Aber es war durchaus gut, es hat uns weitergebracht und die Rückrunde kann jetzt anfangen. Alles klar, dann ab in den Bus und nach Hause. Ciao.